Herzlich willkommen zu SAK TV Markt. Deutschland ist eines der wenigen Länder, in denen man problemlos Wasser aus der Leitung trinken kann. Dennoch gibt es einige Gefahrenstellen. Besonders kritisch sind Viehtränken. Hier können hochaggressive Bakterien und Viren in den Wasserkreislauf gelangen. Ähnliches gilt für das Reinigen von zum Beispiel Ställen, denn oftmals liegen die Schläuche nahe an den kontaminierten Flächen. Zur Lösung dieses Problems gibt es Trinkwassertrennstationen, wie etwa die Sicherheitstrennstation Connect von Dehust. Das umfangreiche Behälterprogramm bietet ein flexibel angepasstes Behältervolumen, um Schwankungen in der Trinkwassernachspeisung auszugleichen. Mehr Infos über sicheres Trinkwasser bei Nutzung in der Vieh- und Landwirtschaft finden Sie unter der eingeblendeten Adresse. Wer in der SAK-Branche keine Berufsausbildung hat, tut sich schwer, einen Job zu finden. Auch Zuwanderer haben oft schlechte Startchancen. Oftmals mangelt es an sprachlichen oder fachlichen Fähigkeiten. Um diesen Schwierigkeiten zu begegnen, haben sich der Fachverband Sanitär, Heizung, Klima Baden-Württemberg und der Landesverband Baden-Württemberg der christlichen Gewerkschaft Metall für das SAK-Handwerk auf tarifliche Arbeitsmarktintegrationsklauseln verständigt, die am 1. Oktober in Kraft treten. Sie ermöglichen es, Arbeitsverträge so auszugestalten, dass für maximal 24 Monate ein um 20% niedrigeres Bruttoentgelt vereinbart werden kann. Die fachlichen Defizite können in dieser Zeit gezielt angegangen und beseitigt werden. Wolfgang Becker, Hauptgeschäftsführer des Fachverbandes SAK Baden-Württemberg, erklärt: Die hohen Löhne im SAK-Handwerk waren für manche Gruppen ein zu großes Einstellungshemmnis. Dabei sollten alle Beschäftigten mit und ohne Berufsausbildung gleichermaßen am Arbeitsmarkt teilhaben. AKO Haustechnik bietet mit dem AKO Forum an 6 Terminen in 6 Städten eine Symposienreihe für Planer, Objektverarbeiter und Architekten an. Folgende Themen stehen auf der Agenda: normgerechte Auslegung von Dach- und Parkdeckabläufen und deren Abdichtung, Abdichtung nach DIN 18531 und DIN 18532, vorbeugender Brandschutz und Bauvertragsrecht. Alle weiteren Infos, die Termine und die Anmeldung finden Sie auf der AKO-Website. Die diesjährige Weiterbildungsreihe Ausstellungsverkäufer Bad und Wohnen IHK der Villeroy & Boch Global Academy endete vor kurzem mit einem feierlichen Abschluss auf Schloss Saareck. In diesem Rahmen präsentierten die 6 erfolgreichen Teilnehmer ihre vielseitigen Abschlussarbeiten. Im Anschluss erfolgte die offizielle Übergabe der IHK-Zertifikate und ein feierlicher Ausklang im Gästehaus Schloss Saareck. Die Produktvorstellung kommt heute von Vitrabad. Es geht um die Badkollektion Frame. Mit unserer Serie Frame bieten wir Ihnen eine umfangreiche Ausstattungslinie im gehobeneren Preissegment. Dies beginnt bei unseren Aufsatz- und Einbauwaschtischen, die wir Ihnen in 6 verschiedenen geometrischen Formen und in 4 verschiedenen Farben anbieten können. Weiterhin wird auch noch unser Halbmonoblock unter der Serie Frame vermarktet. Dieser Halbmonoblock bietet auch noch mal eine schöne Möglichkeit, gerade auch im privaten Bereich oder auch in einem semiprofessionellen Bereich wie in Restaurant- oder Gaststättenbetrieben ein wunderschönes Bad zu gestalten. Passend zur Keramikserie Frame bieten wir auch einen Möbelwaschtisch an mit einem dementsprechenden Unterbau. Dieser Unterbau hat eine Besonderheit, eine Soft-Touch-Oberfläche, wo Sie keine Fingerabdrücke mehr sehen, was sich samtig weich anfühlt. Man muss es einfach erleben. Der Unterschrank hat auch noch eine eingebaute Leuchte, das heißt, Sie haben ein sogenanntes Nachtlicht, was Sie ein- und ausschalten können. Und die untere Schublade ist auch nochmal beleuchtet, wenn Sie diese rausziehen. Des Weiteren bieten wir auch zu diesem Programm noch weitere Produkte wie einen Hochschrank an. Das war es auch schon wieder mit SAK TV Markt. Weitere Meldungen aus der Branche gibt es morgen in unseren Nachrichten. Also bis dann!